Sehen wir ja gleich. Wir werfen mal ganz kurz einen Blick auf die Teams, bevor wir jetzt da reingehen in das Spiel. Gucken wir nämlich mal drauf. Inzwischen ja überwiegend sehr, sehr viel Blau zu sehen, Dunkel oder auch Gold. Team of the Season, Team of the Year, alles sehr, sehr zahlreich vertreten. Links, Deto, er hat sein Team nochmal leicht verändert. Er hat nämlich jetzt Pogba drinne anstelle von... Bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, welchen Spieler er dafür rausgenommen hat. Und ansonsten auch er, wofür er bekannt ist, mit Thauvin und Lacazette zu spielen. Thauvin jetzt nicht für jeden Spieler vielleicht die erste Wahl. Und auf der anderen Seite recht klassische Auswahl von Spielern. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen auffällig ist bei Goku, ist der 90er Isco. Den hat er als Fahrt-Champions-Karte. Und ansonsten Griezmann, bei dem sich auch so ein bisschen die Meinung immer wieder auch mal scheiden wegen den drei Sternen Weakfoot. Wir gehen dann hinein in das Spiel und das ist ja auch dann heute die Top-Partie aus unserer Sicht. Dementsprechend gehen wir mal rein hier ins Ingame. Es geht nicht schon so weit los. Die beiden stellen jetzt hier nochmal Sachen ein und um. Goku geht... Interessante Formation, auf, wenn er so bleibt. Ja, 4-4-2 und das ist dann auch, glaube ich, die defensive Ausrichtung. Ich richte ist mal, das nicht diese 4-2-2-2? Ist das nicht die Formation? Nee, das ist das 4-4-2 defensiv, wenn ich... Okay. Das 4-2-2-2 sieht nochmal einen Ticken anders aus. Da ist der... sehr, sehr ähnlich. Ja. Da ist der Abstand aber nochmal ein bisschen größer zwischen den beiden Reihen. Sind bereit, also, es geht los! Könnt mich kurz korrigieren im Chat, ihr habt vielleicht einfach die Möglichkeit, es zu sehen. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. Heute sehen wir bei Ihnen ein 4-3-3. Buschi, was sagst du dazu? Das ist doch mal eine offensive Ansage. Drei Stürmer. Also, das muss doch. Deto in Gelb. Und Goku hier in Pogba. Ja, das Weiß-Pink. Das könnte eine Gelegenheit werden. So genau. Deto hat auch direkt die erste Schusschance und es steht 1-0. Ja, habe ich jetzt leider nicht gesehen. Erklär es mir, was passiert ist. Also es war einfach es war auf einmal ein Raum da, eine Lücke, der Ball ging rein. Da war direkt. Also da war gar nicht groß noch eine Kombination davor. Es war eine recht kurze Kombination, sage ich mal. Und dann steht schon 1-0 nach 3 Spielminuten. Krass. Okay, also erstmal danke für das Feedback mit dem Sound. Ich habe es gerade leiser gemacht. Gebt mir nochmal kurz Rückmeldung, ob das so passt. Und ansonsten jetzt für die Zuschauer, die jetzt dann auch über YouTube sich das VOD anschauen, kurz zur Ausgangslage, abgesehen davon, dass jetzt Deto hier super schnell in Führung gegangen ist. Deto hat seinen Platz schon in den Playoffs sicher unter den besten 4. Für Goku, der muss das Spiel gewinnen. Was ein Ball. Und was für ein Pass. 1-1, ja. Sehr, sehr starker Ball. Oben auf einmal super viel Raum, super viel Platz und der Spieler komplett frei. Da hatte da vielleicht irgendwie ein Außenverteidiger kurz die Position verlassen. Dieses Problem, das kennen wir nur zu gut vom selber Spielen. Und Goku muss diese Serie hier gewinnen, damit er noch seine letzte Chance wahren kann, auch in die Playoffs vielleicht noch einziehen zu können. So, jetzt haben wir kurz Moment. Nach 10 Minuten sind jetzt schon 2 Tore gefallen. Richtig viel los. Oben ist schon wieder sehr viel Raum. In dem Fall jetzt für Deto mit Valencia. Ein Stern Weakfoot. Und den nimmt der Rea ganz, ganz lässig auf. Also das sieht man auch manchmal anders von Torhütern in FIFA 17. Das ist wirklich nicht ohne Risiko, aber vielleicht geht's ja gut. Und jetzt schon wieder ein krasser Ball da auf Ronaldo, der jetzt da versucht, den Ball zu verarbeiten. Geht auf den Flügel zu Messi. Wieder zurück zu Casemiro, spielt jetzt so ein bisschen hier um den Strafraum herum, hat eigentlich eine super Schusschance, schießt jetzt auch, aber De Gea Team of the Season mit seiner 95er-Bewertung kann den dann doch recht locker abfangen. Ja, das ist bemerkenswert. Manchmal kommen die einfach wirklich perfekt ins Eck, kommt da gar nicht mehr ran und hin und wieder greifen die den einfach ab und fangen den. Ist zu laut, ist immer noch zu laut, ich mach nochmal einen Ticken leiser. Gesundheit. Entschuldigung. Ganz einfach an den Ball gekommen. Weil ansonsten war ich das Feedback soweit in Ordnung. Also das ist immer so eine gewisse Problematik, dadurch, dass wir keinen Zuschauermodus haben und wir das nicht vorher abschätzen können, wie laut die Einstellungen bei demjenigen sind von den ganzen Sounds her. Müsst ihr das verzeihen, dass es da manchmal ein bisschen dauert, bis wir das sauber ausgepegelt haben. Und wir hören auch gar keinen Sound hier. Also dadurch macht es nochmal ein bisschen schwieriger für uns zu verstehen, wie laut es jetzt gerade tatsächlich ist. Wir hören uns nur selbst reden und sonst nichts. Dann macht Benny den Dab. Ja, der war nicht schlecht, ja. Sehr gut beobachtet. Ich wollte eigentlich nur einen Dab machen und musste eigentlich gar nicht niesen. Modric. Und Carvajal. So, das Spiel hat sich jetzt ein bisschen beruhigt, ne? Nach 10 Minuten sind die direkt 2 Tore gefallen, aber jetzt haben sich die beiden Abwehrreihen stabilisiert. Das
Es waren irgendwie, den ersten Treffer habe ich gar nicht gesehen, aber der zweite war ja irgendwie so ein bisschen Aussetzer. Dennoch wird es hier gerade interessant. Kann er durchspielen? Jetzt wird es sehr spitz und stark abgegrinscht von Pogba. Und das auch auf eine Art und Weise, dass der Ball dann doch nochmal bei Ronaldo an den Fuß geht und dann ins Aus zum Abstoß. Ronaldo. Ich dachte sogar kurz, dass es Elfmeter ist, weil ich habe nur eine Grätsche gesehen und der Schiedsrichter hat halt Abstoß gezeigt, aber es sah für mich kurz aus wie Elfmeter und ich habe nicht genau wahrgenommen, was das für ein Tackling war. Und das wäre ja natürlich jetzt krass gewesen, wenn Goku hier schon die Chance hätte, das Spiel zu drehen. Ich habe es nicht ausschließen können, dass es doch auf einmal dann zu einer Elfmeterentscheidung kommt. Das sieht so einfach aus, was sie hier insbesondere wenn der Schiedsrichter natürlich auch irgendwas anzeigt dann, direkt danach. So, auch hier wieder das Shielding, also das ist vielleicht auch so eine kleine Tendenz, die wir heute stark gesehen haben, dieses Shielding auch am 16er von vielen Spielern eingesetzt, um den Ball nochmal ein bisschen zu halten und danach verteilen zu können meistens. PL Genetics, das ist der liebe Till, schon seit vielen Jahren Teil von Beepark Gaming, heute mal zum ersten Mal als Kommentator im Einsatz, Ausrufezeichen Caster, beziehungsweise von der HT auch gerade schon gepostet. Da bekommst du nochmal die Möglichkeit, dem Till auch einen Follow bei Twitter dazulassen. Boah, stark durchgespielt und damit geht Deto wieder in Führung. Auf einmal war die Lücke da. Pogba läuft hier wieder sehr schön in Position und dann auch souverän am Torhüter vorbeigestellt, rechts ins Eck hinein und damit wieder die Führung hergestellt für Deto. Ich bin mir übrigens ziemlich sicher, dass ich noch gestreamt habe oder schon gestreamt habe, als PL Genetics unser Zuschauer war, weil ich kenne diesen Namen. Vielleicht kenne ich ihn auch nur aus dem Chat, dadurch, dass ich mitgelesen habe, immer mal wieder. Aber ich habe das Gefühl, er... Achso, okay, ja, okay, da kommt die Auflösung des Jokes. Ja. Wusste ich doch, ich habe den Namen nämlich noch in Erinnerung gehabt. Jetzt Cristiano Ronaldo. Suarez. Wir gehen jetzt auf Abseitsfalle. Das kann ein sehr effektives Mittel sein, wenn sie es gut spielen. So, Deto jetzt hier mit einem ruhigeren Aufbauspiel, was ihn ja auch auszeichnet, lässt den Ball jetzt erstmal laufen, sehr viel One-Touch auch. Aber auch eine schöne Balleroberung, die jetzt hier Goku liefert. Wäre auch fast in einen richtig geilen Konter gekommen, aber einer der letzten Verteidiger liefert die Balleroberung für Deto. Und dadurch öffnet sich jetzt gerade das Spiel in beide Richtungen. Pogba auch wieder durch. Das ist unglaublich. Steht da wieder frei im 16er. Ähnliche Position wie eben auch schon beim 2:1. Kann er den wieder mit dem rechten Fuß einfach rechts ins Eck reinschlänzen. Am Torhüter vorbei. Diesmal flach geschossen. Und irgendwie ein bisschen unglücklich fast. Es war ein Pass von Goku, oder? Ja, das hat vorhin auch Mo in dem Matchup davor schon angesprochen. Das ist ja so ein bisschen die altbekannte Schwäche von Goku, hinten sauber rauszuspielen und dann auch hinten gut zu stehen. Also Goku ist in der Offensive super, aber defensiv ist er dafür bekannt, ab und zu mal Aussetzer zu haben. Und das hat man da gerade auch wieder leider gesehen. Ja, also insbesondere natürlich, wenn du zum Gegner passt im 16er. Ja. Und ich glaube, das war eben gerade das Problem. Er hatte irgendwie den Ball im Mittelfeld erobert und hat ihn dann zurückgespielt. Direkt auf Pogba, der dann natürlich dann komplett frei ist. Da rechnet natürlich auch der Mitspieler nicht. Jetzt in dem Fall im Spiel dann, das was man da macht. Und den Ball wirft er direkt ein. Ja, ich hoffe, dass der Goku vielleicht selber noch dran denkt, vielleicht es auch auf einem Ohr mithört, dass der Kommentator am besten Fall ausgemacht wird. Ich werde es ihm auch nochmal schreiben. Während ich dann auch nochmal hier das Overlay... Boah, sehr gut, Benny. Ja, ich... On point heute. Bin heute auch sehr froh, wie ich das hier immer wieder im Blick habe. Ich habe einfach noch nicht einmal dran gedacht. Bei mir triggert das so direkt, so wenn ich merke, oh, es geht in die Halbzeitpause, da muss was geändert werden. Richtig, das ist Konditionierung. Genau, richtig hart wird es dann mit der Verlängerung, weil da geht das dann mal schneller unter. Ja. Da muss ja super schnell immer wieder angepasst werden. Aber ich schreibe ihm lieber erst nach dem Spiel, weil ich will nicht im Spiel schreiben. Müsst ihr auch einmal so aushalten. Also ja, im Spiel wird das jetzt eh nicht mehr ändern, aber ich will einfach nicht, dass er jetzt abgelenkt ist durch eine mögliche Nebenrichtung. Das könnte gefährlich werden. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch jetzt die Chance. Und ja, einfach ein bisschen zu unplatziert, der Schuss mitten drauf. Und konnte natürlich dadurch einfach pariert werden. War auch, glaube ich, dann Griezmann mit dem rechten Fuß. Ist natürlich auch nicht sein bester Abschluss, den er hat. Und jetzt ist unten wieder so eine kleine Lücke. Man sieht es halt, wie schnell dann auch Goku da den Innenverteidiger auswählt, um rauszulaufen. Das sieht bei manchen anderen Profispielern halt anders aus vom Verteidigungskonzept. Und dadurch werden Lücken immer wieder mal gerissen. Hier kommt er jetzt mit Ramos gut in den Zweikampf, spielt ihn wieder unsauber heraus. Und jetzt kann Deto hier den Ball
gut laufen lassen. Ist natürlich mega gefährlich und da ist er so stark da drin auch. Hier jetzt den Fehlpass aber gespielt und die Umschaltsituation, und das ist eine der Stärken eigentlich von Goku, aber sehr, sehr frühzeitig auch hier wieder unterbunden von Deto. Ja, Deto gefällt mir sehr gut hier bisher in diesem ersten Spiel. Spielt sauber seine Chancen raus, spielt ruhig, aber nicht zu langsam, sondern sorgt immer wieder für überraschende Momente und steht hinten einfach sehr gut, bis auf diese eine Situation, wo er anscheinend irgendwie einen Aussetzer oder so hat. Aber insgesamt, finde ich, spielt Deto hier sehr, sehr gutes FIFA. Oh, das ist natürlich jetzt eine ganz kritische Balleroberung. Man sieht das ja auch wieder, dass es fast Gleichzahl ist zwischen Angreifern und Verteidigern. Und dann wird es sehr, sehr schwer, sowas zu verteidigen. Goku macht sehr, sehr geduldig, dennoch mit noch genug Tempo nach vorne. Jetzt nach und nach festigen sich hier alle rein. Jetzt lässt er den Ball extrem stark laufen. Starke Schusstäuschung! Anschlusstreffer! Mega starker Treffer! Also aus dieser Umschalt-Konter-Situation erkannt, dass er es nicht Volltempo durchziehen kann. Danach umgeschaltet in das doch eher ruhigere Kombinationsspiel. Dabei super schnell den Ball laufen lassen und dann eine mega geile Schusstäuschung nach vorne raus mit Messi, wodurch er dann den Platz bekommen hat, um zum Abschluss zu kommen. Sehr, sehr starkes Tor. Absolut, und das war genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Offensiv ist Goku eine Waffe. Ja. Also das hat man auch in den letzten Spieltagen immer wieder gesehen, dass Goku offensiv richtig was drauf hat, nur eben hinten ab und zu mal Schwierigkeiten hat. Also ich glaube, wenn er da vielleicht in FIFA 18? Das ist so krass, ne? Dieser Begriff ist jetzt schon so oft gefallen, dass ich mir nicht mal mehr sicher bin, was das aktuelle FIFA ist. Wenn er da in FIFA 18 noch ein bisschen dran arbeiten kann, dann haben wir, glaube ich, einen sehr guten Spieler. Ja, das glaube ich auch, ja. Das Potenzial ist da. Ja. Nun, er hat das ja auch schon immer mal wieder auch in den Griff bekommen, aber ja, die Konstanz ist, glaube ich, noch so ein gewisser Faktor. Und er hat ja, also was man hier sieht, er spielt mit der engen Raute, er hat ja jetzt noch eine Zeit lang mit dem 4-2-3-1 gespielt, was die Defensive definitiv stärkt, wenn man so eine Formation spielt. Vielleicht hat ihm aber dadurch dann auch wieder so ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt. Das ist auch so ein, sag ich mal, ein diskussionswürdiges Thema, worüber sich Georg auch zurzeit viele Gedanken macht, mit welcher Formation er da nochmal spielen soll, weil genau dieser Trade-off letztendlich eintritt. Das war knapp. Ja, kann gefährlich werden. Dennoch jetzt mal auch viel Platz für Deto und bei ihm geht es auch mal ein bisschen fixer. Die Räume sind da, die Spieler sind da, Schusstäuschung in den Stand, aber sehr gut von Cavaral hier verteidigt. Und Georg meldet sich auch gerade, was sind das für Trikots? Absolut, das habe ich auch schon zu Beginn gefragt. Damit würde ich echt ungern spielen. Jetzt liegt's vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln, sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Marcelo jetzt am Ball. Ah, diese Bälle sind immer sehr, sehr ekelhaft, weil da kann man kaum noch rankommen und dann wird es halt trotzdem immer dann auch in der Verteidigung richtig unangenehm, weil der Gegner so viel Raumgewinn hatte. Jetzt Lacazette zentral mit dem Schlenzer. Wenn der Ball durchgeht, sieht man die sehr, sehr häufig auch einschlagen. In dem Fall noch rechtzeitig blockiert, war super wichtig und jetzt auch schon wieder sehr viel Platz. Die Flanke auf den zweiten Pfosten, aber ans Außennetz von Suarez. Mega interessant dabei, also ich weiß auch nicht ganz genau, wie er das eingegeben hat. L1 plus Viereck wäre jetzt mein Tipp, aber sehr interessant dabei. Wäre auch eine gute Schusssituation eigentlich direkt gewesen. Sehr schön rübergeflickt und jetzt, da nochmal den Ball in den Mittelpunkt oder auf den Elfmeterpunkt gespielt bekommt. Dann wäre das eine riesen Chance gewesen da gerade für Goku. Und Deto kommt direkt wieder über den Flügel, wie gerade eben schon. Er spielt die Bälle da wirklich an der Auslinie entlang und sorgt so immer wieder für Gefahr. Aber insgesamt muss man sagen, jetzt das Spiel sehr, sehr ausgeglichen. Ich finde, Deto hat richtig stark gewonnen, auch er 3-1 in Führung gegangen. Aber Goku ist da. Also hier ist noch, das Ding ist noch nicht durch. Auch wenn Deto jetzt schon wieder die nächste Situation hat, dann aber doch abgefangen von Goku. Ja, also das ist definitiv auch etwas, was man aus den vielen Jahren, wo man jetzt Goku schon auch kennt in der Szene, immer beibehalten muss oder berücksichtigen muss. Gegen Goku ist es nie vorbei. Ruckzuck fallen die Treffer. Hatte einen genialen Moment in der Offensive, wo du einfach ihn nicht im Griff bekommst. Und deswegen, glaube ich, ist Deto auch gerade ganz gut am Schwitzen. Weil er weiß, das ist kein Ergebnis, was einfach zu halten ist gegen Goku. Jetzt Lacazette. Da hat er den Pass unterbunden. Ganz wichtige Aktion. Oh, riskanter Ball, aber ist vielleicht auch notwendig. Dennoch mega gute Balleroberung in der Rückwärtsbewegung von Ramos. Super wichtig letztendlich auch. Wir haben schon die 84. Minute. Und jetzt kommen wir halt in die ganz, ganz heiße Phase. Wir sehen, dass halt Savas da auch die Zeit fehlt in der Verteidigung. Er geht da aktiv drauf. Mega stark gespielt. Super schön erkannt.
dass er den direkt spielen kann. Soares komplett frei und blank ist und super starker Kopfball dann auch. 4:2 und damit dann hier in dem Spiel wahrscheinlich eine leichte Vorentscheidung. Und die, das Tor hat er auch wirklich in den letzten 10 Spielminuten erzwungen. Also erst über die Ecken, da vorne Situation gehabt, danach nochmal dann den Ball wieder gewonnen und weiterhin vorne Druck gemacht. Und dann ist das eine super Flanke, die da auf Soares ging. Und ich glaube, das war dann auch wirklich schon die Vorentscheidung in diesem Spiel. Ja, also das hat halt echt Deto hervorragend erkannt letztendlich. Ja. Und das bewundere ich auch immer wieder, dass man da so ein gutes Verständnis dafür hat, was ist jetzt hier gefordert, um diese gute Situation, die ich habe, auch erfolgreich auszuspielen. Und ich denke, ja, wenn er den Fehlpass jetzt nicht spielt, wäre das auch schnell das 5:2 geworden. Also das Spiel ist jetzt hier durch. Aber einfach sich diese kleinen Situationen, die sich ergeben, so gut ausnutzen zu können, das ist halt der große Unterschied auch zwischen vielen Profispielern und guten Spielern, denen aber vielleicht noch so das Quäntchen fehlt. Das macht er super mit Technik. Gute Aktion. Der Torwart ist mit. Gibt's sogar noch mal die Ecke. Ja. Der Schiedsrichter glaubt noch dran. Ja. Aber das soll es gewesen sein. Ich denke auch, damit wird das erste Spiel jetzt hier durch sein. David Luiz treibt den Ball nochmal nach vorne. Das ist übrigens der Torwart da, ne? Der hat schon lange schießen können. Ja, richtig. Jetzt wird wahrscheinlich der Schuss nicht kommen. Er spielt es jetzt hier nochmal aus. Dass er überhaupt noch so weit gekommen ist, ich hätte gedacht, wird schon lange abgefischt. Verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht. Deto gewinnt auf jeden Fall das erste Spiel. Aber wir haben hier ein Best of Three, das heißt, wir haben noch mindestens ein weiteres Spiel und weiterhin für Goku die Chance hier, das Ganze noch zu drehen und dann auch weitere wichtige Punkte zu sammeln. Vielleicht. Liest das gerade noch schnell, bekommt es mit oder wie auch immer und nutzt jetzt diese Pause neben den Umstellungen auch noch dafür, um die Einstellungen zu machen. Wenn man zu Hause spielt, spielt man natürlich auch im eigenen Stadion. Ja, das ist ein Faktor, dass man die Kameraperspektive gewohnt ist. Und jetzt sieht man hier auch die Anpassung von Goku, dass er jetzt mit dem 4-2-3-1 startet. Also wir haben ja eben drüber gesprochen, dass er auch eine Zeit lang diese Formation von Beginn an gespielt hat. Hier geht er jetzt quasi zurück auf das 4-2-3-1. Defensiv wird er dadurch stärker sein. Mal schauen, wie weit er auch wirklich Profit draus ziehen kann, weil Deto aktuell einer der stärksten deutschen Spieler, vor allem mit seinem geduldigen Spiel, würde ich sagen, hat er eine ganz gute Spielanlage, um auch ein 4-2-3-1 zu knacken. Die ersten 45 Minuten an. Und da sehen wir, mit welchem Personal. Ja, lieber Pablo Escobar, von ihm kommt jetzt den Vorschlag, den Sound komplett auszumachen. Dann haben wir aber auch gar keinen Sound mehr vom Spiel und das ist auch nicht sonderlich toll. Ein bisschen Stimmung wollen wir natürlich eigentlich auch mitnehmen. Ach, die machen wir doch. Ja. Nein, ich weiß, klar, also so ein bisschen Fangesänge und das braucht man schon, auf jeden Fall, für die Atmosphäre. Casemiro. Und jetzt Griezmann und Marcelo. So, und hier sieht man auch schon mal irgendwie so einen Ringunterschied. Das passiert irgendwie nach meiner Einschätzung recht natürlich, wenn man das 4-2-3-1 spielt, dass man dann auch so einen etwas ruhigeren Spielaufbau fährt. Und trotzdem sind gerade doch Lücken auch auf den Außen da gewesen. Ich habe auch das Gefühl, also wenn ich... Jetzt bin ich mal gespannt, was er hier vielleicht draußen macht. Wow, finde ich richtig gut den Ansatz. Mit Modric zu sehen, dass da der Schuss oder der Raum da ist, um vielleicht auch einen Abschluss, einen Fernschuss vorzubereiten. Also ich weiß nicht, ob jemand von euch die Taktik von Deto gut kennt, aber ich würde gerade davon ausgehen, dass er einen etwas niedrigeren Verschiebenwert spielt, weil ich doch immer wieder auch die Möglichkeiten sehe, dass der Außenverteidiger sehr weit eingerückt ist. Hier jetzt ein sehr schlimmer Ballverlust, der nicht weiter bestraft wird, aber hätte durchaus auch anders ausgehen können. Und vielleicht hat Savas meine Nachricht gelesen und denkt jetzt daran, gerade den Sound auszustellen, oder er. Nee, er geht dann. Ja, ich weiß nicht, er hätte jetzt gerade Pause gemacht. Eigentlich schon. Eigentlich Goku, oder? Nee, Deto. Deto hat doch schon den Ball, oder? Mit dem Torwart. Oder hat er den Ball noch nicht abgefangen? Ich glaube, er hat den Ball noch nicht abgefangen. Auf und hat den Ball. Ah, okay, also er war jetzt doch schon bei. Ja, also ich schätze mal, Deto hat die Pause gemacht. Okay. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Lacazette jetzt. Spielt den Ball direkt zurück. Das ist ein Riesenlaufweg da von Marcelo. Sieht er natürlich auch und hat jetzt die Möglichkeit hier über die Flügel mal wieder. Man sieht es bei Deto wirklich sehr, sehr viel über die Flügel kommt und dann kombiniert er sich oft in den Strafraum hinein oder halt eben obenrum, so wie jetzt hier gerade, dass er so ein Handballspiel auffährt. Aber auch da wieder die Möglichkeit, wieder auf den Flügel und dann hat er da auch
kopfballstarke Spieler mit Suarez und Ronaldo. Man hat es in dem Spiel davor gesehen, das eine Tor, wo er die Flanke supergeil auf Suarez gespielt hat. Aber insgesamt recht wenig Flanken, ne? Schon in FIFA 17. Mo hat es, glaube ich, von letzten Spieltag oder vorletzten Spieltag ausgenutzt, einige Flanken zu schlagen, aber insgesamt eher wenig, ne? Ja, richtig. Also ist kein Flankenspiel, lieber auch gut so. Und dass dann trotzdem funktioniert, wenn die Flanke gut geschlagen ist, finde ich umso besser. Also dass es dann auch eigentlich zielgerichtet mehr bringt. Nun Ronaldo. Ja. Sehr guter Einsatz. Savas oder Goku wollte in so einem Umschaltspiel gehen, aber da gingen dann irgendwie relativ schnell die Anspielstationen aus. Valencia. Und jetzt wieder Raum und den sieht er auch. Lacazette jetzt hier nimmt den Ball mit sehr viel Tempo mit, zieht rein, Schussdurchschlag in den Stand, in den Rückraum abgelegt, weitergelegt, zurück auf Pogba und eine gute Parade. Und er kann auch hier erstmal das 0:1 verhindern. Gute Balleroberung, aber auch wieder dann direkt auf der Gegenseite. Es wird um den Ball gekämpft. Scoop-Turn, jetzt die Flanke. Also Deto arbeitet tendenziell auch mehr mit Flanken. Ich habe damals, als ich mich für Paris vorbereitet, auch gegen Deto, zwei Spiele gegen Deto gemacht. Und auch da ist es mir schon aufgefallen, dass er sehr viel mit Flanken gespielt hat. Jetzt, boah, Pogba im letzten Moment wird ihm der Ball abgenommen. Also was auffällig ist, finde ich, wie viel Offensivanteile und wie viele Abschlüsse auch der Pogba bei Deto hat. Ja. Also ein sehr, mit einem der offensiv auffälligsten Spieler überhaupt. Er kann ein Spiel ganz alleine entscheiden. Und damit natürlich Wolf völlig zurecht beim FC Barcelona eine lebende. Messi setzt sich da jetzt durch gegen Marcelo. Spielt den Ball super durch, aber dann der Torwart noch im letzten Moment da. Das war wirklich so eine Millimeter-Situation. Das ist so oft der Fall, dass der Stürmer dann den Ball unter den Torwart durchschiebt. Hier war De Gea jetzt noch zur Stelle und kann diese Situation ja abwenden. Und Deto schafft es jetzt hier hoffentlich vielleicht, den Ball rauszuspielen. Ja, das ist der Fall. Und dann gibt es, glaube ich, jetzt hier auch einen Foul. Und damit die Situation erstmal wieder etwas beruhigt. Ja, ich glaube, Goku hatte Probleme, überhaupt so schnell zu erkennen, dass der Ball doch durchgegangen ist. Weil es war erstmal gar nicht so offensichtlich, dass der Ball auch bei Ronaldo ankommen wird. Und auf einmal war der Ball da und dann war er fast ein bisschen überrascht davon. Da kann er ihn stoppen. Jetzt wird's kritisch. Wenn man da nicht aufpasst und da schnell einen Fehlpass spielt, dann fliegt einem der Ball sehr schnell um die Ohren oder halt ins Netz. Hier löst das Goku gut. Und jetzt hat er auch ein bisschen Platz, um spielerische Lösungen weiterhin hier zu finden in der Situation. Sieht man sehr, sehr gut. Jetzt der lange Ball auf Messi. Schön verzögert, hier Grätsche ins Leere. Jetzt der Ball auf Casemiro. Nee, ist das Ronaldo? Ich weiß es nicht ganz genau. Aber wieder ein Spieler auf der Linie und man kann nur mutmaßen, ob es gerade wieder Marcelo war. Es war einer mit Afro. Es war David Luiz, okay. Habe ich nämlich auch direkt gedacht, aber nee, war diesmal David Luiz. Aber super gespielt von Goku, Riesenchance. Man hat dann einfach ein bisschen Pech beim Abschluss, dass der Stürmer den Ball nicht an David Luiz vorbeibekommt, aber an sich super, super gespielt. Große Chance. Da steht die Abwehr sicher. Pogba am Ball. Jetzt Lacazette. Goku hat jetzt 2-3 gute Situationen in den letzten Spielminuten. Es wird Zeit, dass Deto wieder ein bisschen was nach vorne macht. Hatte ja vor allem in der Anfangsphase des Spiels deutlich Druck nach vorne gebracht, aber jetzt zum Schluss nicht mehr so sehr. Goku hat das Spiel so ein bisschen an sich gerissen, finde ich. Wobei man das bei Goku eigentlich gar nicht sagen kann. Dafür spielt Goku nicht ballbesitzlastig genug. Aber hatte wirklich jetzt 2-3 sehr, sehr gute Situationen hintereinander. Und schafft es hier aber erstmal nicht durchzukommen, sondern Deto ist wieder in der Vorwärtsbewegung. Und auch da hat man gerade wieder Pogba gesehen. Er hat den Ball gespielt und ist direkt weiter nach vorne gelaufen. Also das ist wirklich sehr interessant zu beobachten. So, jetzt haben wir die 45. Einer der letzten Angriffe wahrscheinlich jetzt hier in der ersten Halbzeit. Ist den Ball gut laufen, aber dann werden die Räume doch zu eng zugestellt und dementsprechend wird wahrscheinlich Deto jetzt hier noch die Möglichkeit bekommen, den letzten Angriff zu fahren. Starker, langer Ball auf Lacazette, der wird sehr, sehr lang. Ja, robust abgegrischt von David Luiz. Es gibt aber zumindest doch nochmal hier die Ecke. Und jetzt ist natürlich alles möglich. Schuss da schon entstanden, nochmal einen Rückraum gespielt. Kann er laufen lassen. Kommt die Spieler in Position, aber Ramos fängt den ab und es geht. Okay, dann gehen wir wieder zurück. So, tut uns leid, hier ist kurz das Internet kurz weg gewesen. Wir haben glücklicherweise nicht so viel verpasst. Wir sind jetzt hier in der Verlängerung vom zweiten Spiel 0:0.
und das Overlay passt leider nicht. Das wäre auch zu schön. Das wäre zu schön gewesen. So, tut uns leid für die technischen Problemchen, die jetzt hier gerade aufgetreten sind, aber wir sind wieder da und können direkt weitermachen. Aber es ist keiner mehr von Zuschauern da, das ist natürlich bitter. Alle bei Goku jetzt direkt am Steuer. So, kommen wir langsam wieder rein. Wir sehen jetzt hier gerade Goku, der sich mit Pogba durchsetzt, beziehungsweise, nee, ist gar nicht Pogba, das ist Lukaku, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. War aber vorher auch faul. Der Freistoß wird kurz ausgeführt. Und der Ball ist komplett missraten. Wo sind die ganzen Zuschauer hin? Schreibt mal im Chat, wenn ihr uns wieder seht. So mache ich mir Gedanken, dass denn es da immer noch weiter Probleme gibt. AKA der Boss, ich habe das eben gerade beantwortet. Dass es Internetprobleme gab. Das Internet war kurz weg hier. Bei jedem Club gemacht. Und natürlich auch für sein Land, Wolf. Er ist aktueller Rekordtorschütze und wird sich in dieser Tabelle sicherlich noch deutlich absetzen. Letzte Situation vielleicht schon in der ersten Hälfte der Verlängerung jetzt. Wir sind in der 105. Minute. Mit Mané hat Goku da, Deto den Ball. Ich verwechsel komischerweise immer. Ist mir bei dem anderen Spiel nicht passiert. Mané im doppelten Doppelpass mit Kanté. Und ja, der Ball wird dann abgefangen von Goku und das war's mit der ersten Hälfte. Das heißt, sind noch 15 Minuten und dann potenziell vielleicht das erste Elfmeterschießen des heutigen Abends. Ich bin gespannt, was da noch, ob wir noch Tore sehen werden oder ob wir tatsächlich mit einem 0-0 ins Elfmeterschießen gehen. Aber 15 Minuten, muss man sagen, kann auch viel sein. Also da können schon noch ein, zwei Tore fallen, je nachdem, wie sie das Spiel jetzt hier gestalten. Wieder ein guter Pass von ihm, nicht das erste Mal heute. Ja, wir können natürlich jetzt, dadurch, dass wir das Spiel nicht gesehen haben, eine schwere Einschätzung liefern, ob das jetzt irgendwie typisch für das Spiel war. Das. Aber was ich eigentlich sagen wollte, kurz bevor wir waren ja in der Halbzeitpause genau offline gegangen. Und ich wollte sagen, das war so eine erste Halbzeit, die war für mich irgendwie fast typisch, wenn zwei 4-2-3-1-Formationen aufeinandertreffen. Weil beide einfach dadurch so kompakt stehen, dass sehr, sehr wenig Torchancen meistens entstehen. Und ich weiß jetzt nicht, ob beide irgendwie auch die Formation bis hierhin jetzt durchspielen, aber es wäre nicht untypisch. Jetzt der Ball auf Hazard, aber das versteht man manchmal nicht, warum dieser Ball jetzt einen Ticken zu lang gegangen ist. Ja. Die Gasse war da, der Passgeber war da, weil ich weiß jetzt nicht ganz genau, wer den Pass gespielt hat, aber Casemiro ist da jetzt gerade auch zugange und der hat richtig gute Passwerte. Das versteht man dann immer nicht, wieso so ein Pass nicht ankommt. Und auch die Ausrichtung, also es war ja wirklich, er musste ja mal nur nach vorne passen, es war nicht aus der Drehung, es war nicht irgendwie noch mit einem Gegenspieler direkt am Körper, also das weiß ich nicht, das sind diese Situationen, ich glaube, die sind auch sehr frustrierend, wenn man das zwei, dreimal hintereinander zum Beispiel hat, weil das sind eigentlich Torchancen, die man da potenziell hat, die da entstehen und die kommen dann einfach nicht. Durch einen Fehler, den man selbst gar nicht wirklich beeinflussen kann. Boah, da hat man den Ball schon wieder so nach vorne springen sehen, als ob er eingeschlagen wäre, aber nein, er geht hinten neben dem Thorsten, neben dem Tor an Pfosten. Nein, Thorsten. Neben dem Thorsten. Das ist die Mischung aus Tor und Pfosten. Eieiei. Es ist manchmal nicht so einfach, wenn es hier richtig warm ist, irgendwie die Konzentration zu halten, um immer das Gleiche oder das Richtige zu erzählen. Jetzt über die Außen, aber David Luiz wunderbar in den Zweikampf gekommen. Suarez. Hazard. Casemiro. Jetzt könnte es gefährlich werden. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Ich glaube nicht, dass hier jetzt auch noch ein Tor fällt. Also ich meine, das Spiel ist so gut wie um und es war eigentlich, zumindest den Teil des Spiels, den wir gesehen haben, war genau wie du es schon gesagt hast. Ein typisches Spiel für 4-2-3-1 gegen 4-2-3-1, gestaffelt, defensiv und beide nehmen sich so ziemlich die Angriffsoption und ja, deswegen glaube ich nicht, dass hier noch irgendwas passiert. Jetzt sind wir auch wirklich in der allerletzten Situation hier und auch die wird von Goku abgefangen. Dann gehen wir ins Elfmeterschießen. Ja, jetzt, ich fände es ganz gut, wenn jetzt Goku das gewinnen würde, weil wir dann noch ein drittes Spiel haben. Den ersten Elfmeter verwandelt, aber hier Deto sehr, sehr, sehr souverän mitten aufs Tor. Jetzt mit Hazard wird der Anlauf noch ein bisschen variiert, auch relativ mittig abgeschlossen, aber doch noch leicht zur Seite, weil Deto ist gar stehen geblieben. Jetzt Goku, aber er entscheidet sich wieder für die falsche Ecke. Als nächstes Lukaku für Goku. Super Elfmeter. Super gut platziert im Eck. Da ist auch meistens der Torhüter dann nicht dran. Und den Elfmeter, den hält jetzt der Goku. Damit hat er an dieser Stelle schon mal einen leichten Vorteil. Wenn er den auch verwandelt, das ist der Fall. Damit jetzt hier Goku 3 von 2 vorne. Oder 3 zu 2. Ronaldo souverän jetzt hier für Kai.
Und so langsam müsste Kai einen halten, aber jetzt bis hierhin. Goku immer die richtige Entscheidung getroffen. Wenn er den jetzt verschießt, der Kai, dann ist Goku durch und den lupft er in die Mitte. Wow. Meine Güte. Aber jetzt Goku mit der letzten Chance. Casemiro und nochmal links unten. Und damit gewinnt er das zweite Spiel hier im Elfmeterschießen. Und damit ist klar, wir haben noch eine dritte Partie. Es steht jetzt 1:1 in diesem Best of 3. Das freut uns natürlich. Also wir haben hier noch weiter in Spannung drin. Das ist noch nicht durch. Und können hier noch eine dritte Partie dieser beiden sehr interessanten Spieler verfolgen. Insbesondere jetzt dadurch, dass wir da technische Probleme hatten, genau, mit dem zweiten Spiel und nur die Hälfte davon quasi gesehen haben. So, dann können wir schon mal 1:1 eintragen. Ist wie gesagt ein Best-of-3-Format. Das heißt, wer das nächste Spiel gewinnt, der gewinnt dann auch die Serie. Es ist nicht sonderlich zufriedenstellend. Das kann ich aus einer Erfahrung sagen, wenn man jetzt so ein Elfmeterschießen gewinnt. Weil, ja, klar, man hat jetzt irgendwie sich die Chance gewahrt und so weiter, aber man hat nicht das Gefühl, also nach dem Elfmeterschießen, das war jetzt irgendwie zufriedenstellend, weil man weiß ganz klar, im Elfmeterschießen, es kann so schnell auch andersrum ausgehen. Und das gibt einem nicht ein sonderlich gutes Gefühl, dass man sagt, wow, ich habe das Spiel gewonnen. Ja, aber in der Situation, wo Deto ist, möchtest du auch nicht sein. Du möchtest nicht das Spiel durch das Elfmeterschießen verlieren, vielleicht noch leicht tilten, statt einfach da den Deckel drauf zu machen und mit 2:0 das Ding nach Hause zu bringen. Ja. Also Elfmeterschießen ist sowieso immer kritisch für beide Spieler. Also ich glaube, für die Major Ladder, lieber PL Genetics, da brauchst du Premium. So, ich sehe jetzt gerade, Savas hat mir geschrieben. Okay. Er schreibt mir, dass er ein bisschen Kommentator braucht. Ja, ist ja okay. Deswegen wird es nichts mit ausmachen. Ich schreibe mal ganz kurz, dass das in Ordnung ist. Topscorer, du schreibst jetzt gerade, nee, brauchst für Major Ladder kein Premium, zumindest nicht für die Sunday Madness Turniere. Aber das ist doch genau der Punkt, die Major Ladder ist ja was anderes als Sunday Madness Turniere. Ich glaube, für die Major Ladder brauchst du Premium, um mitspielen zu dürfen. Ja, ich habe letztens da mal durchgeguckt und da sind doch sogar Leute, die kein Premium mehr haben, sind dann gesperrt. Ja, das habe ich auch gesehen, deswegen. Die können einfach dann nicht mehr weiterspielen, solange sie kein Premium haben. Hallo Freaky Freak! Sogar ein Abonnent hier bei Tim Kalation. Yay. Coole Tim Emos. Hat mir übrigens gesagt, ich war letztens mit Tim in Hannover. Warum wird jetzt nicht ausgeführt, aber hab da Tim endlich mal wieder getroffen. Ich glaube, seit der Gamescom. Ich glaube, ich habe den Jahr einfach nicht gesehen. Okay. Und er hat gesagt, er will auch zuschauen, weil ich ja heute zum ersten Mal hier als Caster eine Rolle spiele. Aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Vielleicht ist er gar nicht da. Oder er ist sehr, sehr ruhig heute. Ja, er hat sich, glaube ich, er hat dich veräppelt. Er hat mich einfach im Stich gelassen. Ja, gut. Ich habe eigentlich das Feedback von ihm gebraucht. Unangenehm auf jeden Fall. Aber wir geht's jetzt rein in die dritte Partie. Und das ist dann doch auch immer krass, wenn man dann so ein Team sieht. In der Weekend League, da bekommt man dann schon so ein bisschen das Muffensausen, wenn man so eine Auswahl sieht. Hier in der ESL-Meisterschaft ist das eigentlich gang und gäbe. Und eingeladen hat jetzt in dem Fall Goku, dementsprechend ist Goku links und Deto rechts. Jupp. Und wir sehen, dass Goku wieder im 4-2-3-1 beginnt. Also er will sich auf das gleiche Spiel nochmal neu einlassen. Hat halt gemerkt, okay, mit einer engen Formation, mit einer schnellen Formation funktioniert das nicht. Mit dem 4-2-3-1 immerhin gut gestanden wahrscheinlich, ja. Was wir so gesehen haben, nicht viel zugelassen, selber auch nicht viel arbeiten können, aber vielleicht setzt er auf den einen genialen Moment, um sich da, oder hat auch das Gefühl, dass er in der Lage ist, einen leichten spielerischen Vorteil zu entwickeln. Manchmal hat man ja auch so, ja, hier und da hätte ich vielleicht ein bisschen was besser machen können, dann wäre da noch mehr drinne gewesen und wenn ich da defensiv weiter so das aufrechterhalten kann, dann kann ich das Spiel auch einfach regulär gewinnen. Mal schauen, was jetzt hier passiert.
Vielleicht möchte er auch Deto einfach zu Änderungen zwingen. Also wenn das Spiel wieder so verläuft, ja, ist vielleicht auch Deto derjenige, der dann auf seine Zweitformation zum Beispiel wechselt, mit der er gar nicht so gut spielt, aber irgendwie ein Mittel braucht, um gegen Goku etwas anderes auszuprobieren. Und das wäre dann wieder ein Vorteil für Goku. Vielleicht verpuckert er sich da aber auch. Das werden wir vielleicht auch noch erfahren. Man muss natürlich sagen, dass Deto einen riesen Vorteil hat. Im Gegensatz zu Goku ist er schon qualifiziert. Goku muss dieses Spiel gewinnen. Das heißt, für Deto geht es ja um die Ausgangslage so ein bisschen in die Playoffs. Das ist natürlich auch schon noch ein gewisser Grund. Er will das Spiel aufgrund dessen schon alleine gewinnen. Aber er hat niemals diesen Druck, den jetzt Goku hat. Das heißt, auch vielleicht, wenn es um die Anpassung oder ähnliches geht, kann man sagen, dass dort einfach Goku viel mehr unter Zugzwang sein wird und viel mehr diese Lösung suchen muss. Wenn man mich mal so überträgt, für Deto wird es irgendwo in Ordnung sein, wenn er sagt, gut, dann gibt es halt vielleicht noch ein Elfmeterschießen, ist für mich fein. Dann habe ich da halt am Ende diese Chance, auf einmal die Serie zu gewinnen. Goku würde nicht noch gerne Elfmeterschießen haben. Und von daher ist dann vielleicht mehr dann irgendwann der Druck da, aus Sicht von Goku, dass er da die Formation nochmal ändern muss oder möchte oder wird. Pogba. So, und da ist auf einmal eine riesen Lücke. Das ist manchmal der Fall. Da gehen die Innenverteidiger nicht richtig mit. Super stark gespielt und auf einmal ist Lacazette durch. Ausgangspunkt halt vorher dieser Laufweg von Ronaldo, wo die Innenverteidiger nicht rechtzeitig reagieren. Die Lücke ist da. Und damit geht Deto jetzt hier 1-0 in Führung. Bittere Pille auf jeden Fall in dem Fall für Goku, weil irgendwie da, wie gesagt, die CPU-Verteidigung nicht richtig auf Zack war oder es zu spät erkannt wurde. Und jetzt sind wir erst recht in dieser Situation, wo Goku einfach Gas geben muss. Deto kann das jetzt eigentlich ruhig runterspielen, wenn er möchte. Ich meine, wir sind zwar noch ganz in der Anfangsphase des Spiels, aber Goku hat jetzt natürlich noch mehr Druck. Spielt den Ball super rüber und dann... Leider, die Ausrichtung war da ein bisschen wahrscheinlich der Faktor. Er stand mit dem Rücken zum Tor und es war halt eben auch nur der 90er Isco und kein 99er Ronaldo. Das macht natürlich auch nochmal was aus. Ja, was ich anzeigen wollte, ist, dass es Ecke gab. Das heißt, er war abgefälscht. Okay, krass. Ja, habe ich auch nicht wahrgenommen. Stimmt, jetzt klar, durch die Ecke, aber ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe es nicht wahrgenommen, aber es war abgefälscht und ich weiß jetzt natürlich nicht, wie gravierend, weil man hat es nicht auf den ersten Blick gesehen. Ja. Und manchmal reicht dann ja auch nur ganz kurz, wenn er irgendwie den Fuß gestriffen hat, dass dann da auch schon zur Eckenentscheidung kommt. Die Räume sind gerade schon irgendwo da und das ist natürlich auch das, was Goku super kann, diese kleinen Räume, die er da bekommt, auszunutzen. Hier kniet ihm jetzt nicht, hatte fast danach auch sogar noch eine Balleroberung geliefert, die sehr, sehr wertvoll wäre, aber ist ihm nicht gelungen. Da sehr, sehr stark draufgegangen mit Griezmann. Und jetzt ist der Raum wieder da und jetzt ist natürlich der Ball auf dem zweiten Pfosten. Wäre die Überlegung gewesen, hat man gesehen, der Spieler ist irgendwie nicht in die Position gekommen, wie er das benötigt hätte. Und danach war der Zugriff von David Luiz da und eine sehr, sehr gute Situation konnte ich nutzen. Dennoch ist der Ball hier heiß und es ist wieder abseits. Kurz noch zu der Situation davor. Deswegen sieht man auch sehr, sehr häufig, dass in diesen Situationen, wo so offensichtlich ist, dass man den Ball rüberspielen kann, auch manchmal das Bessere deswegen mit dem Spieler eher durchzulaufen und selber den Abschluss zu suchen, dann ist man aber auf der nächsten Ebene, dass der Verteidigungsspieler sagt, ah ja klar, der wird wahrscheinlich deswegen eher nur durchlaufen und dann ist man auf diesem Meter-Ding, wo man nicht mehr ganz genau weiß, was ist eigentlich das Beste. Warum springt denn hier immer wieder das Overlay von Twitch hinein? Naja, schöne Schusstäuschung in den Stand und schon wieder ist das Overlay da, aus was für Gründen auch immer. Ah, ich weiß wieso. Aber jetzt ist es auch schon wieder weg. Und das sind jetzt gefährliche Spots. Schon ein bisschen nervig. Aber die Maus ist nicht im Bild. Also ich ist weiß, nicht so, dass wir an der Maus. Ich weiß, machen. Was es ist. Die Qualität springt die ganze Zeit hin und her. Ja, okay. Und deswegen stellen wir jetzt mal hier standardmäßig eine Qualität ein. So, und jetzt sollte das nicht mehr auftreten. Dann sollte gleich wieder weg sein und dann ist gut. Zuschauermodus, wir brauchen dich. Oben richtig viel Platz. Und jetzt Griezmann hier mit dem starken linken Fuß und jetzt der Abpraller. Nein, er kommt nicht zu Savas, aber jetzt Goku! Da ist der Ausgleichstreffer! Den hat er sich erarbeitet und auch ein bisschen fahrlässig dann natürlich von Deto, dass er sich da den Ball abnehmen lässt und dann da den Ball auflegt und Goku kann ihn einfach reinschießen. Oh Mann. Riesenschnitzer, sieht man ja, super selten. Er hat auch einfach nicht damit gerechnet, so, dass er den Ball da überhaupt hat. Ich glaube, er hatte gedacht, dass der Torwart den Ball aufnimmt oder so, weil er hat ja auch wirklich nichts gemacht. Er ist einfach straight in den Gegenspieler reingelaufen. Ja, ich glaube, er hat sich einfach verzockt. Er hatte, oder so. Ja, entweder hat er den Pass zu spät eingegeben oder hat sich verzockt und hat gedacht, Goku wird anders ihn anlaufen. Ja. Und jetzt... Sehr Risiko und
Kanté komplett frei durch, hat den Ball auf dem starken rechten Fuß liegen. Den flach ins lange Eck reinziehen. Jetzt aber doch nochmal Ronaldo, aber der missrät komplett der Schuss. Also jetzt ist hier richtig Dampf drinne. Beide wahrscheinlich wieder im 4-2-3-1, aber eine komplett andere Partie, soweit wir das jetzt hier beurteilen können. Chancen auf beiden Seiten, also hätten jetzt schon beide hier auch mehr Möglichkeiten für weitere Treffer gehabt. Das ist einfach komplett falsch eingeschätzt. Wir waren beide so ein bisschen der Meinung, dass es wieder ein ruhiges Spiel wird, was vielleicht sogar wieder in Verlängerung in den Elfmeterschießen gehen könnte. Stattdessen geht es hier hin und her. Und auch jetzt wieder die Situation für Deto im Strafraum. Kann er nochmal den Pass rüberspielen und legt nochmal ab. Und dann ist das der Schlenzer zum 2-1. Super gut gesehen, wie er den Ball dann nochmal auf Ronaldo legt. Und dann ist natürlich genug Platz da für den, ja, wahrscheinlich besten Stürmer im Spiel. Und dann ist das das 2-1. Eine absolut konfuse Situation, aber dann sehr schön von Deto erkannt, nachdem er den Ball in den Strafraum hineinbekommt. Ihn danach direkt wieder abzulegen in den Hintergrund. Und dann Ronaldo mit einem sehr schönen Abschluss. Der hat natürlich auch den Platz gehabt. Aber das ist halt stark, finde ich, immer von Deto in diesem Moment die Übersicht zu haben. Er bekommt einen Spieler von sich sehr gefährlich im 16er angespielt und häufig tunneln hier die Spieler, dass sie sagen, ich probiere jetzt mit diesem Spieler auch zum Torabschluss zu kommen. Aber dann zu sehen, alles klar, ich lege den einfach wieder nochmal da hinten ab, damit der Spieler dann aus 15 Metern schießen kann, das ist einfach richtig stark von Deto erkannt und umgesetzt. Und damit geht er jetzt hier in diesem Spiel wieder erneut in Führung und dieses Spiel hat halt gerade einfach eine ganz andere Dynamik. Es ist auf beiden Seiten deutlich hektischer geführt. Jetzt ist Messi durch! Und da ist der Ausgleichstreffer! Messi mit dem rechten Fuß. Das ist nicht sein starker Fuß, aber das ist schon das zweite Tor, was er auf diese Art und Weise erzielt. Also man sieht da auf jeden Fall die 4 Sterne von Messi. Die kann hier Goku sehr gut einsetzen. Waller auf der anderen Seite, Griezmann hat auch einen Linksfuß und den will er dann immer mit dem äußeren Fuß abschließen. Ja. Deswegen spielt der Messi rechts. Und da ist es dann wirklich gut, dass der die 4 Sterne hat. Und damit wieder ausgeglichen. Deto wird sich richtig drüber ärgern. Unabhängig davon, dass er schon qualifiziert ist, der wird sich ärgern, dass er jetzt zweimal hier in Führung gegangen ist und dann lässt er weiterhin hier so ein etwas, ja, konfuses Spiel walten. Und das ist genau das, was Deto nicht möchte. Er möchte Kontrolle über das Spiel. Und ihm ist es nicht jetzt gelungen, nach dem Führungstreffer diese Kontrolle irgendwie langsam zu etablieren. Und das wird ihn stören. Das wird ihn sehr ärgern. Weil für ihn geht es ja auch stark um weitere Vorbereitungszwecke, zum einen natürlich für die Playoffs, aber auch für den FIBC. Und Deto arbeitet dieses Jahr sehr, sehr intensiv in seinem Spiel und genau das wird ihn gerade wurmen und ärgern. Der ist auch super ehrgeizig, der will hier auch gewinnen, selbst wenn es um nichts gehen würde. Einfach vor den Leuten in einem Turnier gegen einen Pro-Spieler will der das Spiel gewinnen. Ja. Gerade kam noch die Frage im Chat, um was es bei den Playoffs geht. Da sind die besten 4 aus der Liga, werden dort nochmal dann den letztendlichen Sieger der ESL-Meisterschaft ausspielen. Das heißt, wir haben eine Phase, das ist die normale Saison und die besten 4 von den 10 Spielern, die ziehen in die Playoffs ein. Das ist dann nochmal ein Halbfinale und ein Finale. Und da geht es dann um die großen Preisgelder in der ESL-Meisterschaft. Sind wir dieses Jahr wieder auf der Gamescom? Ja, genau. Am Samstag wird das Finale auf der Gamescom stattfinden. Kann man vorbeikommen. Richtig, wer sich zu den Glücklichen zählt und für den Samstag Gamescom-Tickets hat. Ansonsten natürlich hier auch auf unserem Kanal werden die Finals ausgetragen und ausgestrahlt. Das heißt, lasst auch am besten einen Follow da, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Ist sowieso empfehlenswert. Wir haben nämlich noch nächste Woche den nächsten Spieltag, den letzten Spieltag und dann noch die beiden Halbfinals und dann noch das Finale. Und dann die nächste Saison. Also es geht immer weiter. Ja, bleibt auf jeden Fall dran. Ja, in Relation natürlich zu den Preisgeldern, die jetzt bei FAT Champions und FAT Championship und so weiter rausgehauen wurden, ist natürlich jetzt bei der ESL nicht gerade zum aktuellen Zeitpunkt nicht so viel zu gewinnen, aber dennoch ist das nicht unwesentlich und von daher trotzdem auch eine gewisse Motivation und Ansporn gesetzt, würde ich mal behaupten. Und das war eine sehr gefährliche Situation und er bekommt es auch nicht mehr in den Griff. Das sind diese Momente, wo es richtig brennt im 16er quasi, wenn da ein Spieler den Ball halten kann und man ja irgendwie den Trade-off finden muss zwischen ich suche den Zweikampf, aber ich reiß nicht die Lücke und ich lasse den Spieler in der Mitte frei. Und genau das ist passiert. Zu lange hat er den Ball halten können, spielt druckvoll in die Mitte hinein und dann ein super einfaches Tor. Und damit geht Kai zum dritten Mal hier in Führung. Er hat Goku mit diesem L2-R2-Dribbling komplett aus dem Spiel genommen in dem Moment, weil Goku hat sich verzockt, es hat den anderen Spieler zugemacht, dadurch hatte er dann genug Platz gehabt, um den Ball in die Mitte zu legen und dann war es halt wirklich ein super easy Tor. Man hat es
beim Pass hat man schon gesehen, okay, klar, wer ist drin. Absolut, genau, nachdem der Ball durchgespielt werden kann. Von Mo kommt aus dem Chat, ach, warum lässt der CPU verteidigen? Da würde mich mal gerade interessieren, Mo, du verteidigst das immer alles aktiv in diesen Momenten, dass du da auch komplett auf den Ball für den Spieler drauf gehst, oder wie ist da dein Ansatz? Weil ich erwische mich selber dabei, dass ich auch in diesen Situationen eine Schwäche habe und zu häufig probiere, den Pass in der Mitte zuzustellen. Und das ist super schwer, aber auch natürlich das Draufgehen ist sehr schwer. Deto kommt jetzt hier gerade richtig in Fahrt. Wow! Lässt den Ball mega stark laufen, aber De Gea kann den Ball gerade nochmal so parieren und hält Goku hier weiter im Spiel. Das war mal eine Kombination. Ja, das wäre Tor des Spieltags geworden. Wenn der reingeht, dann haben wir das Tor des Spieltags. Aber nochmal pariert von De Gea. Ja, also von Mo kam jetzt gerade noch die Rückmeldung, klar, er kann ja nur in die Mitte passen, gehst drauf, machst dabei Passweg zu. Ich hätte immer ein bisschen Bedenken, dass ich mich im Zweikampf austribbeln lasse und danach halt komplett auch alles offen unmöglich ist. Ja. Gut, wir haben aber hier noch jetzt gut 20 Minuten. Es ist nur ein Tor Rückstand, das heißt, es ist noch möglich hier für Savas zurückzukommen. Er wechselt jetzt hier auf eine enge Formation, das 4-3-1-2. Griezmann wird ausgewechselt, dafür 94er Hazard. Das heißt, das ist, glaube ich, auch ein FA Championship oder FA Champions Reward. Hat nicht den Tots. Wie viel hat der Tots denn? 97 oder so? 98. Ja. Man denkt so, bei 94, ja, ist ja auch nicht schlecht. Ich wollte auch gerade sagen, was ist das denn für eine krasse Einwechslung? Also, nee. Naja, es gibt noch den 98er. Okay, aber ja, ja. Standard. Naja, also ehrlich gesagt ist der 94er fast ein bisschen zu wenig. Ja, also wäre schon besser, den. Also der 98er ist richtig gut. Den spielst du auch, ne? Den habe ich hin und wieder gespielt, okay. Aber gerade nicht. Und Marcelo. Ja, ich verstehe, was du meinst, Mo. Da passt er auf! Der Assistent entscheidet. Und hier war es jetzt anscheinend abseits von Hazard. Und gerade werden sehr, sehr viele Pausenumstellungen gemacht. Und ich denke, ja, es wird jetzt die Fünferkette bei Deto kommen. Kann ich mir gut vorstellen, weil ich habe die Zusammenfassung von dem FWC Regional Finals Qualifier nicht gesehen, aber ich glaube, er hat auch dort überwiegend mit Fünferkette gespielt. Und ich weiß auch, dass dann Deto eine Zeit lang trainiert hat. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass er jetzt auch auf die Fünferkette gehen wird. Ja, vor allem, weil er jetzt schon zweimal hier den Ausgleich wieder kassiert hat. Genau. Und jetzt will er vielleicht wirklich dann alles hinten sicherstellen und keine Gegentreffer mehr bekommen. Und eigentlich ist auch Deto ein Spielertyp, das hat auch vorhin Hasso, glaube ich, direkt in den Chat geschrieben, gegen Deto möchte man nicht zurückliegen, weil Deto ja macht dann hinten komplett dicht. Da wird es dann richtig schwierig, Tore zu erzielen. Aber interessant, also auch Deto spielt jetzt hier nicht mit dem 4-2-3-1, sondern mit dem 4-3-2-1 und hat auch Valencia nicht so eine Fünferkette gewechselt. Ja. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Nun Suarez. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. So, Lacazette über die Außen, es kommt schon wieder die sehr Flanke, also Deto arbeitet auch neben Mo mit sehr vielen Flanken. Und jetzt sollen die Spieler früh auf den Ballführenden drauf. Und manchmal kommen die Abwürfe ein bisschen zu träge. Und jetzt, also gerade ein bisschen zu viel Hektik vielleicht auch mit dabei. Genau, auf der anderen Seite jetzt auch wieder. Goku wurde aber auch gut unter Druck gesetzt und dann spielt er, lässt er sich zum Fehler drängen. Schönes L2-R2-Dribbling. Hazard jetzt weitergelegt auf Ronaldo. In der Mitte vielleicht wieder ein Spieler frei. Verzögert das Ganze. Er kommt weiter. Kann ablegen. Messi ist da! Und ballert den rein. 3-3. Das dritte Mal kommt jetzt hier Goku zurück. Was für ein Abschluss. Unter die Latte genagelt. Ja doch. Und damit erneut der Ausgleich. Goku zum dritten Mal jetzt zurückgekommen. Ich habe mich richtig gefreut. Ich weiß gar nicht warum. Aber ich will einfach, dass es nochmal hier länger weitergeht, dass es noch in die Verlängerung vielleicht geht, richtig spannendes Spiel wird. Geil. Nur irgendwann muss Goku auch mal vielleicht das Führungstor machen. Aber immer nur ausgleichen. Ja gut, er macht einfach dann die Führung im Elfmeterschießen. Ja, oder so. Oh, jetzt ist Lacazette wieder durch. Legt den nochmal ab und da kommt auch der Abschluss. Und damit wieder Deto vorne, Ronaldo mit dem 4-3. Das wird Goku jetzt innerlich zerfressen. Das kann nicht sein. Du kämpfst ewig lang zurück, um hier den Ausgleich zu erzielen. Und danach einmal nicht aufgepasst. Lacazette ist durch. Deto spielt den zweimal weiter. Und dann kommt der Abschluss. Ein Mann steht eigentlich noch auch irgendwie ein bisschen im Schussweg drin. Geht trotzdem durch. Und mal sehen, was jetzt hier noch passiert. Der ist nicht doch. Der ist im Abseits. Oh Mann. Schade, dass er da nicht das richtige Timing gefunden hat oder gesehen hat, dass dieser Spieler im Abseits ist und dann vielleicht selber den Abschluss mit Ronaldo sucht. Aber gerade ist richtig Dampf in dieser Partie.
Unglaublich, wie es einfach komplett gegensätzlich zur zweiten Partie läuft. Ja, definitiv. Ja, aber wir haben auch festgestellt, beide spielen nicht mehr mit der 4-2-3-1-Formation. Irgendwann wurde es entsprechend umgestellt. Oder vielleicht hat Deto auch gar nicht mehr im 4-2-3-1 in dieser dritten Partie jetzt gespielt. Weiß ich nicht ganz genau. Aber sehr, sehr bemerkenswert natürlich, dass auf einmal hier 7 Treffer fallen. Ja. Und wir haben noch wie viele Minuten? 6, 7, 8 Minuten, glaube ich, sind noch auf der Uhr. Ich traue Goku das zu, aber ich traue es auch Deto zu, dass er vielleicht den Sack einfach jetzt zumacht. Also richtig. Irgendwann muss es doch mal vorbei sein. Genau so. Also da hat einfach Deto die absolute Erfahrung, um solche Sachen jetzt hier über die Runden zu bringen. Wir sehen auch, wie viel Platz jetzt gerade in Offensive da ist. Jetzt könnte es gefährlich werden. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Aber Deto spielt das auch sehr nach vorne weg. Sucht hier, oder man hat wirklich den Eindruck, er geht gerade noch auf den nächsten Treffer. Auf jeden Fall. Was jetzt hier ein Problem sein könnte, weil Goku nochmal auch stark in die gegnerische Hälfte reinkommt. Ah, das ist natürlich super in den Zweikampf gefunden. Da wird sich Goku ein bisschen ärgern, dass Messi da auch einfach irgendwie nicht genug mit Protect the Ball oder Shielding gearbeitet hat, um das genau zu verhindern oder einfach nicht fix genug war. Und das ist echt verwunderlich. Normalerweise ist Messi da genau in diesen Momenten so stark. Dennoch weiter nochmal eine Gelegenheit für Goku. Legt er ab, jetzt hier auf Casemiro. Die Laufwege sind da, kriegt auch angespielt und da ist das 4-4. Unglaublich, in allerletzter Minute kommt der Ball auf Hazard und der nieder hier, krass, unter die Latte gehämmert, das Teil schlägt da oben ein und damit haben wir das 4-4. Goku kommt zum vierten Mal zurück in diesem Matchup. Aber wie auch? Also die beiden letzten Abschlüsse, wie die einfach so topnet, also unter das Netz einfach nur einschlagen, unglaublich. Absolut, also entweder knallt er das Ding da rein oder der Ball fliegt halt viel zu hoch auf die Tribüne. Ja, ist halt auch Risiko. Absolut. Wenn du so auflädst. Und jetzt geht er erstmal hier auf die 4-2-3-1-Formation. Ist auch interessant, also damit will er jetzt erstmal wieder vielleicht auch festigen. Vielleicht liebäugelt er jetzt auch, sagt, okay, ich kann anscheinend hier nicht in Führung gehen in diesem Match. Dann probiere ich einfach das Unentschieden zu halten, um das Elfmeterschießen klar zu machen. Aber gut, mal schauen, was jetzt hier noch passiert. Deto spielt nochmal nach vorne, will vielleicht nochmal einen Schuss bekommen. Und da verschätzt sich gerade Goku. Lacazette geht durch, aber Marcelo rettet hier in allerhöchster Not, gewinnt den Zweikampf und sichert die Verlängerung. Aber es wäre fast soweit gewesen, Lacazette hätte noch einen Schritt machen können, hätte den Ball auf dem rechten Fuß gehabt, lange Ecke, Tor 5-4 und auf einmal wäre jedoch noch die Führung und der Sieg für Deto da gewesen. Also das war eine ganz knappe Situation, dass Goku da noch wirklich dazwischen gekommen ist. Wahrscheinlich, wenn er nur den Schritt leicht weiter nach links gemacht hätte, zum Beispiel vom Gegenspieler weg, dann wäre es auch schon so weit gewesen, hätte er auch eingeschlagen. Und Goku schreibt noch nebenbei im Chat, bin so am Schwitzen, Alter. Und ich kann mir das genau vorstellen, wie er das gerade auch zum Ausdruck bringt. Aber Deto vermutlich genauso. Deto denkt sich auch, was ist hier los? Wieso kann ich dieses Spiel nicht jetzt einfach entscheiden? Ja, also ich glaube, das ist fast für mich ein bisschen untypisch gewesen, wie sehr auch noch Deto eigentlich auf den fünften Treffer gegangen ist. Hätte ich so gar nicht erwartet und das wurde letztendlich bestraft, dieses offene. Goku kommt jetzt erstmal über die Außen, aber der wird ein bisschen gezerrt und gezogen und auf einmal wird der Schritt ein bisschen zu lang und der Ball geht ins Aus. Und es ist nicht mal faul, also sehr, sehr guter Einsatz letztendlich. Aber das ist mir auch im ersten Spiel schon aufgefallen bei Deto. Ich hätte auch gedacht, er wird einfach verwalten, aber das hat er ja 4-2 gewonnen. Und nach dem 3-2 und auch nach dem 4-2, der immer noch sehr, sehr offensiv agiert vorne und immer wieder sich Chancen erspielt und sich eben nicht hinten reingestellt. Ja. Mo spekuliert gerade, dass Mirza jetzt hier gerade für Savage am Start ist. Never give up! Aber mal schauen. Das würde auf jeden Fall gut passen. Der Ball ist im Aus, es gibt Abschluss. Holy hell in the Himmel, ja. Der Mirza. Bin gespannt, wie... Also Goku hat ja jetzt gerade eher wieder so eine etwas defensivere Formation gewählt, was sein Mindset gerade ist. Ja. Will er über die Kompaktheit in gute Umschaltsituationen kommen oder dadurch den Gegner zermürben, weil... Ja, oder also er lässt sich damit natürlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auf einen Elfmeterschießen ein, wobei man das bei dem Spiel jetzt hier ja ganz schwer argumentieren kann, weil so viele Treffer schon gefallen sind, dass es jetzt hier in der Verlängerung keiner mehr fallen wird. Nur Marcelo. Na, es erinnert mich auch keiner ans Overlay. Casemiro. Ja.
Na gut. Sind alle zu gebannt vom Spiel. Man achtet nicht mehr darauf, wer da unten eigentlich ist. Richtig. Ihr wisst es ja inzwischen auch. Ja, stimmt. So, auf jeden Fall, das wird eng. Das kann er weiterlegen, aber der letzte Verteidiger kriegt den Ball noch blockiert und auch noch auf eine Art und Weise, sodass es nur Abstoß gibt. Keine Ecke. Die letzten Minuten hier in der ersten Halbzeit der Verlängerung. Der Ball wird nicht durchgehen und David Luiz kann ihn sichern. Jetzt noch die Frage, bekommt Goku noch einen Angriff in der Verlängerung? Meistens die Nachspielzeit sehr, sehr kurz. Ich denke, das wird dann hier jetzt der letzte Angriff sein nach dem Einwurf. Sollte aber auch offensiv einwerfen, nach meiner Einschätzung. Casemiro. Ja, das merkt man einfach. Das, genau, das kann so schnell es gewesen sein. Muss jetzt nochmal kurz nach hinten spielen und dann sagt der Schiedsrichter, no, jetzt gehen wir in die zweite Hälfte. Und dementsprechend, Benny, musst du die Overlays machen, hat er mir gesagt. Was für ein Ding, ey. Viermal war Deto hier in Führung und es steht 4-4. Jedes Mal kommt Savas zurück. Wenn er das im Elfmeterschießen verliert, der Deto. Also wenn Deto jetzt sehr clever ist, dann macht er erst das 5-4 in der 120. Ja, oder so. Ich glaube, das ist jetzt der einzige Weg, die einzige Möglichkeit. Conte. Das sieht gut aus. Aber hier, Ramos. Sehr souverän, aber super unsouverän rausgespielt. Also ein Fehlpass, den ich mir nicht erklären kann. Und jetzt wird es richtig eng. Jetzt fehlen so ein bisschen hier die Zugangspunkte bei den Angreifern. Koke bekommt es aber nochmal korrigiert. Und er bekommt jetzt auch die Balleroberung. Sehr gut aufgepasst. Auch kurz vor Schluss will ich hier keine Prognose abgeben. Noch ist alles möglich. Und Goku lässt sich gerade ein Spiel aufzwingen, quasi so ein bisschen. Ja, absolut. Kommt nicht mehr raus hin. Also jetzt muss er mal... Klärt dann auch einfach nur weg, der will es gar nicht mehr. Doch, und dann kommt der Ball da so zu Messi durch. Jetzt hat er natürlich hier wieder eine Kontersituation. 3 gegen 3, okay, der ist halt unsauber gespielt und dadurch dann jetzt wieder Deto im Ballbesitz. Richtig. Es war in dem Spiel, wo der Torhüter den Ball verloren hat, oder? Und dann, das war direkt am Anfang, ja. Das war das 1-1, glaube ich. Das war in dem Spiel, ja? Also ja, im dritten. Ich glaube schon. Bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ja. Ja, das zweite war ja 0-0 sogar, ne? Oder war das 1-1? Ich weiß jetzt nicht mehr. Ne, das zweite war ja 0-0 mit der Fehlschießen. Ja. Also ne, dann war es im ersten Spiel. Nee, so lange ist es nicht her. Okay, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, schreib's mal in den Chat. Wann war das nochmal mit dem Torhüter, der den Ball verloren hat und Goku kann ihn reinschießen mit Isco? So, wir haben die 119. Minute. Das heißt, die letzten Angriffe in diesem Spiel laufen gerade. Ist die Frage, wer kann den Endpunkt setzen? Das ist immer ganz, ganz unangenehm, wenn man weiß, jetzt wird der Gegner wahrscheinlich den letzten Angriff bekommen. Ich kann eigentlich nur noch verlieren. Und danach sieht es ganz stark daraus aus, dass das jetzt eigentlich eher bei Deto liegen würde. Verliert dennoch nochmal gerade den Ball. Und jetzt gibt es die letzte Möglichkeit hier für Savas in diesem Spiel. Spielt den Ball unsauber, aber es gibt sogar nochmal Freistoß. Oho. Den muss er aber, denke ich, jetzt auch eher wieder schnell nach vorne bringen. Das kann jetzt schon fast wieder zu lange gewesen sein. Was macht der denn? Das ist zu viel. Das ist krass. Das finde ich unglaublich bemerkenswert. Aber den hat er jetzt nicht mehr nach vorne gespielt. Jetzt gibt es das nächste Elfmeterschießen. Goku macht den Anfang. Geht 1-0 in Führung. Nainggolan für Deto. Und der auch hier rechts flach souverän wieder den Torhüter ausgeguckt. Das letzte Mal haben ja auch beide eigentlich kaum Elfmeter verschossen. Es wird, glaube ich, einer von 10 verschossen. Ja. Mal schauen, Vidal. Links unten. Also Deto wählt die eigentlich fast immer so nicht richtig im Eck, sondern fast mittig in der Ecke. Ja, so dass der Torwart nicht drüber springt. Genau so. Savas geht 3-2 in Führung. Ronaldo von Deto muss nachziehen und tut das auch. Ja, der Torhüter im letzten Moment ausgewichen quasi. Und den hat jetzt der Deto gehalten. Der Rea am richtigen Eck. Nicht gut genug geschossen. Er war jetzt häufiger im richtigen Eck, aber richtig gute Parade. Jetzt alles wieder ausgeglichen. Mega Elfmeter von Casemiro. Jetzt Suarez von Deto. Und wieder gut links unten ins Eck. Ausgeglichen diese Serie. Jetzt Modric. Alles jetzt hier links unten reingehämmert von beiden. Und Deto ist unter Druck. Kante läuft an. Und er hat ihn, der Goku. Und damit wartet die Chance auf die Playoffs. Und er haut auch noch die beste Celebration raus. Unglaublich, ey. Was ein Spiel. Das hat mega geil gepasst, eben gerade, wie der Rea da steht und den Sturridge-Jubel raushaut.
Dass man nur noch den Kopf von Goku irgendwie drauf photoshoppt. Genau so habe ich mir das gerade auch vorgestellt. Wie Goku da zu Hause sitzt. Das stelle ich mir gerade vor, da sieht man es auch nochmal. Wow, was für eine Partie und das ist natürlich krass. Damit sichert sich jetzt hier Goku über zwei Elfmeterschießen, die er jetzt gegen Deto gewonnen hat, noch seine Chance in die Playoffs einzuziehen.